In diesem Video geht es heute mal darum, wie man in FreeCAD vielleicht Minimalflächen erzeugen kann. Was sind Minimalflächen? Das sind einmal die Seifenblasen, die entstehen, wenn man da Seifenwasser durch einen Ring pustet oder irgendwie anders verzerrt, oder eben auch Schrumpffolien, die um Objekt gewickelt dann irgendwie versuchen, sich zusammenzuschnüren. Erstes Beispiel ist jetzt mal sowas, dass ich sage, ich habe hier als Randbedingung hier zwei Kreise und habe über diese beiden Kreise jetzt irgendeine schrumpfbare Folie gelegt und ich frage mich, wie schrumpft die zusammen? Ich habe da jetzt mal mehrere Iterationsschritte hier mal stehen. Das heißt, die wird jetzt immer kleiner und kleiner und noch kleiner und schrumpft hier immer mehr zusammen. Der Algorithmus ging jetzt mal hier nur drei Stufen. Und wenn man jetzt hier auf diese Fläche drauf schaut und sieht die Kontrollpunkte für die Freiformfläche, dann kann man einfach versuchen, den Weg dieser Kontrollpunkte zu veranschaulichen. Und in dem Fall wäre das so. Das waren also die Wege der Kontrollpunkte in der Simulation, um dieses Ergebnis zu erzeugen. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal im kompletten Durchlauf an. Ich setze dann erstmal wieder die Tracks hier zurück. So, und dann kann es losgehen. Und jetzt läuft eine Simulation, die jetzt von so einer zufällig erzeugten Hülle dann die Minimalfläche erzeugt. Und wir sehen also jetzt hier die Tracks der Kontrollpunkte und wir sehen die einzelnen Iterationsschritte. Und wenn man so mit Seifenblasen sich mal ein bisschen beschäftigt hat, dann hat man ungefähr ein Gefühl, wie diese Minimalfläche aussieht. Die ist also innen so ein bisschen eingeschnürt. Wenn die beiden Ringe zu weit auseinander sind, dann wird das ganze Ding auch instabil und klatscht dann in der Mitte zusammen und zerplatzt. Und der Algorithmus, der versucht jetzt also immer die Flächen zu minimieren, die Seifenhaut zusammenzuziehen. Jeder Iterationsschritt dauert momentan so ungefähr 2 Sekunden. Und das Ergebnis, was wir jetzt haben, sehen wir hier, also einmal die Fläche ist jetzt auf 139.000 Quadratmillimeter runtergegangen. Vom Anfangswert war hier oben 182.000. Wir haben eine Einzelschrittzeit Größenordnung 1,5, 1,7 Sekunden. Der einzelne Iterationsschritt liegt hier bei 8 Millisekunden. Und dann muss ich das mal Anzahl der Punkte nehmen, die es da gibt. Und Ergebnis ist jetzt das hier. Ausgangspunkt nochmal war diese Fläche hier. Die ist also mit etwas Struktur und etwas Zufall erzeugt, dass ich hier so einen richtigen Huckel drauf habe. Und man hat ja vorhin gesehen, wie jetzt die Schritte so einzeln runterlaufen und wie man dann irgendwann mal ganz am Ende unten bei dem Ergebnis hier ankommt. Das ist jetzt auch die Struktur der Pole nach der Interpolation, wie das Ganze unten am Ende aussieht. Jetzt kann man diesen Schrumpfungsprozess natürlich auch einschränken, dass man sagt, es gibt gewisse Punkte auf der Seifenhaut, die möchte ich festhalten, oder bei der Schrumpffolie gibt es im Innen drin irgendwas, was verhindert, dass die Schrumpffolie in diese Form hier zusammenschrumpft. Und das ist jetzt das nächste Experiment, das wir machen wollen. Ich setze das alles wieder zurück, lösche hier nochmal meine Tracks. Und lasst das Programm ein zweites Mal laufen. So, und diesmal werden Teile der Fläche festgehalten. Wir sehen dann am Ende von dem Durchlauf, welche Teile das waren. Also man kann jetzt schon aufgrund der Tracks erkennen, das ist hier ein Bereich, der festgehalten wird.
und in den anderen Bereichen hier hinten schrumpft die Folie weiter locker nach innen rein. Das Verfahren bricht ab nach einer gewissen Zahl, maximalen Zahl von Schritte oder wenn die Änderung des Flächeninhaltes eine Schranke unterschreitet, also weniger als 10 Einheiten ist. Sind wir jetzt hier hinten angekommen in dem Bereich. Letzte Änderung waren hier 4,2 Quadratmillimeter und wir schauen uns das Ergebnis mal an. Diese beiden Flicken, die wir hier haben, das sind die Flächenbereiche, die festgehalten wurden, die sich also nicht ändern durften. Kann man sich so vorstellen, dass da vielleicht innen drin eben ein Körperlicht, der verhindert, dass die Folie schrumpft. Und in den anderen Bereichen ist die Folie jetzt überall geschrumpft. Man sieht hier die Pfade, wie die reingewandert ist. Und ich mache das nochmal aus. Und ich zeige nochmal die Ausgangsfigur, die war so. Und bei der Ausgangsfigur lagen diese beiden Flächen eben wirklich auf der Außenfläche drauf. Und jetzt sind die nach innen gewandert. Und ich kann mir mal das Netzwerk anschauen von diesem Körper und dann sieht man so ungefähr wäre das jetzt, wenn ich da auch Folie rumwickle. Man sieht auch hier sehr natürlich, wo schnürt sich die Folie ein, wo zieht die sich zusammen und wo sind einfach Beulen, wo man drüber wickeln muss. Und man sieht auch rund um diese Beulen ist natürlich der Bereich auch wieder gedehnt und hier auch. So. Wenn wir das jetzt alles so stehen haben, könnte man dann fragen, was kann ich jetzt noch weitermachen? Das ist also jetzt unser Ergebnis. Dieses Ergebnis hat jetzt diese Struktur, also 19 mal 21, sprich knapp 400 Pole sind jetzt hier vorhanden. Und ich könnte jetzt mit B-Spline-Approximation hier einen weiteren Schritt gehen. Hole ich mal den nächsten kleinen Skript dazu. Also im nächsten Schritt machen wir hier jetzt nochmal eine Annäherung und diese Annäherung sagt jetzt, ich habe eine Fläche Maximalgrad 5, Kontinuierlichkeit 2 mit einem maximalen Abstand von 10 mm hier zu diesem Objekt. Interessant sind ja in solchen Fällen dann immer nur die Ränder. Das heißt, bei den Rändern müsste ich jetzt maximal 10 mm wieder zurückziehen, um das Ding irgendwo andocken zu können. Die restliche Figur ist als Freiformfläche eh egal. Da bin ich zufrieden, wenn sie minimale Fläche hat. Und jetzt habe ich diese neue Fläche da und wenn ich jetzt hier mal draufklicke, dann sehe ich, wie sieht diese neue Fläche aus. Und diesmal habe ich eben jetzt hier oben noch 300 Pole. Und ich könnte dann noch einen Schritt weiter runter gehen und könnte dann vielleicht mit einer Ungenauigkeit von 20 mm das nochmal auf die Hälfte reduzieren. So, jetzt hätte ich also eine Fläche, die vom Flächeninhalt minimal ist, unter der Randbedingung, dass diese Fläche hier oben durch diesen Kreis begrenzt ist, dass sie unten durch diesen Kreis begrenzt ist und dass sie außerdem hier durch diese beiden Flicken halt nochmal durch diese beiden Flicken begrenzt ist. Also ich schalte die jetzt nochmal ein und mache die mal ein bisschen transparent, dann kann man nochmal nach innen gucken. Sieht man es, diese Flächen sind weiter außen drauf geblieben. Der Rest ist so weit geschrumpft, wie es vernünftig war. Also man sieht hier sehr deutlich, wie hier eine Delle reingegangen ist. Hier kann es ordentlich schrumpfen. Hier unten kann es schrumpfen. Und an den anderen Stellen auch nicht. Das hier unten, das ist dann hier so ein Artefakt, der entsteht bei Approximationen durch die Approximationsfunktion. Also da können manchmal solche ganz komischen Wülste entstehen. Da kann man aber mit den Parametern noch ein bisschen arbeiten.